Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 20. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne bewegt sich auch durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und wir haben auch die platonischen Monate. Und etwa 2000 haben wir ein neuer Monat. Es hat sich die Wassermann-Zeitalter begonnen. Vor Jahr 2000 waren wir noch im Fischenzeitalter. Die Mayas haben das genau berechnet. Nach der Maya-Berechnung hat dieser neue platonische Monat Dezember 2012 begonnen. Und dieser Jahr 2012 nach Maya-Kalender natürlich eine Hysterie ausgelöst in spirituellen Szenen. Quasi das bedeutet die Weltuntergang. Jemand hat das verbreitet und es wurde auch mit dem Maya-Kalender in Verbindung gesetzt. Die Mayas haben sowas nie behauptet, sondern sie haben berechnet, wann beginnt die Wassermann-Zeitalter. Die Mayas haben ein Kalendersystem ausgearbeitet und das ist ein sehr präzise Kalendersystem. Leider wurde durch die Inquisition ein Teil verbrannt von diesen Schriften, aber ein Teil ist noch übrig geblieben von diesem Wissen. Und ich habe diesen Maya-Kalender schon vermittelt in Portaltagen und ich lebe nach Maya-Kalender, und so lebe ich dann im Einklang mit der Natur. Und ich möchte in Zukunft hier im Tageshoroskopen das auch vermitteln. Und aus diesem Grund erscheinen hier diese Bilder, aber ich werde das sofort vermitteln, was das genau bedeutet. Aber erstmal schauen wir das alles astrologisch an. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen an. Und das ist gerade die Tierkreiszeichen Wassermann. In indischer Mythologie ist Suraya die Sonne. Suraya ist in Wassermann. Die Monatsthema ist unseren Ideen verwirklichen und dafür sorgen, dass wir von vielen loslassen können. So bleiben wir im Luftelement. Sonne ist im Luftelement. Mond hat mehrere Namen in indischer Mythologie. Eine davon ist Soma. Soma oder Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist Feuerelement. Feuerelement und Luftelement, die harmonisieren miteinander und beide sind aktiv. Also den heutigen Tag eignet sich dafür, aktiv zu sein. Auch bei dieser abnehmenden Mondphase können wir einiges loslassen, trennen, kündigen. Dieses Loslassen ist wichtig, auch was unsere eigenen Gefühlen betrifft, wie zum Beispiel Angst, von Angst befreien.
Agni ist die Feuergott in indischen Mythologie und steht mit Mars in Verbindung. Mars oder Agni ist in Tierkreiszeichen Widder. Mars kann sich hier im Widder sehr, sehr gut entfalten, weil Mars ist die Herrscherplanet über die Widder. Also wir haben gerade eine starke Mars-Energie und mit Widderkraft können wir einiges starten, beginnen, was uns gerade begeistert. Wir können mit diesem Mars uns gerade behaupten. Das gibt uns Mut und Kraft für Neubeginn. Mars steht auch mit männlichen Personen in Verbindung und viele Männer starten gerade einen Neuanfang. Merkur. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, aber wird mit ein B geschrieben. Ich habe ein anderes Bild dafür. Hier ist die Schriftweise 2D. Und das bedeutet schon in Sanskrit Erleuchtung, aber ich verbinde dieses Bild mit Merkur. Merkur ist in Wassermann und Merkur kann hier im Wassermann auch gut entfalten, weil die Wassermann zeigt Gedanken, Ideen, die Ideenreichtum, das Wassermann. Und das harmonisiert sehr gut mit Merkur-Energie, weil Merkur möchte auch die Ideen verwirklichen. Merkur will etwas in Bewegung setzen, handeln und natürlich auch die Sprache und die Luftelement vermittelt auch Worten. Also hat mit Sprache auch was zu tun. Merkur kann hier auch ganz gut wirken. Und Merkur ist schneller als Neptun, also Merkur hat diese Position, diese Konjunktion, was gestern, vorgestern gewirkt hat, diese Neptun-Merkur-Konjunktion verlassen. Und das hat sich nachgelassen, dass das etwas vielleicht so betrügerisch wirken kann. Jupiter befindet sich in Skorpion, Indra steht mit Jupiter in Verbindung, Indra oder Jupiter in Skorpion. Jupiter vergrößert etwas und hier im Skorpion handelt es sich um Wasserelement und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun und das ist natürlich auch die Tiefe oder mit Gefühlen wie Angst oder Zweifel, all das kommt jetzt in Oberfläche, weil Jupiter lenkt die Aufmerksamkeit auf solchen Gefühlen auch. Venus ist die Planet, die Schönheit, Kreativität und Liebe natürlich auch. Alles, was schön ist, steht mit Venus in Verbindung. Venus ist eine weibliche Energie und zeigt uns Frauen. Lakshmi steht in Verbindung in indischer Mythologie zum Venus. Venus ist im Schütze, auch Feuerelement, und die beiden Liebesplaneten Mars, Venus, dieser Liebespaar, das kennen wir von den klassischen griechischen Mythologie, auch Ares und Aphrodite, hier beide im Feuerelement stehen in Harmonie, weil das die gleichen Elementen entspricht. Saturn steht mit Skanda in Verbindung. Saturn ist auch im Schütze. Ich setze Saturn auch zum Schütze und damit endet sich die persönlichen Planeten und jetzt schauen wir nach die Elementen, weil das muss ausgeglichen werden. Mars, Mond, Venus, Saturn in Feuerelement, Jupiter in Wasserelement, Sonne, Merkur im Luftelement.
und es fehlt die Erde-Element, hier fehlt was. Damit wir diese kosmischen Energie ausgleichen können, damit wir im Einklang sind zu diesem Energiefeld, sollen wir unserem eigenen Energie auf die Erde-Element richten. Dann ist es ausgeglichen. Die Erde-Element bedeutet Finanzen, Materie, damit steht auch die berufliche Situation in Verbindung. Mal das betonen, um die Finanzen kümmern, das in Ordnung bringen. Dann Sicherheit, Stabilität im Arbeitsplatz. Erde-Element zeigt auch Sicherheit und Stabilität und unseren Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität, das wird das Erleben, ein fester Boden unter unseren Füßen. Und jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus befindet sich in Widder, bringt Umbrüche und Veränderungen. Immer in dem Lebensbereich, wo die Tierkreiszeichen Widder im Geburtshoroskop befindet. Bei jemand Aszendent Widder hat, dann ändert sich etwas in Persönlichkeit oder Aussehen. Wenn jemand Widder in höchster Punkt des Horoskop hat, dann kommen berufliche Veränderungen. Wenn Widder im tiefster Punkt das Horoskop hat, im vierten Lebensbereich, dann kommen wohnliche Veränderungen. Und wenn gegenüber von Aszenden befindet, dann ist das die siebte Lebensbereich, dann ändert sich etwas in Partnerschaft. Neptun zeigt unseren Träume, Visionen und lässt uns inspirieren. Ich würde sagen, das ist der Planet für Künstler. Neptun befindet sich in Wassermann und lässt die Ideen wirken. Pluto ist die innere Kraft, die Kraft, die Regeneration. Pluto ist auch die Sexualkraft und Pluto ist in Tierkreiszeichen Schütze und zeigt uns, wie wir in diesem inneren Kraft bleiben. Und die Tierkreiszeichen Schütze gibt uns gerade die Lösung. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und da sind unsere Wünsche. Und wenn das die Richtung ist, wo wir unsere Aufmerksamkeit lenken und wir in diesem Weg gehen, dann verspüren wir diese Kraft in uns und auch die Macht über unserem Leben. Pluto vermittelt auch Macht. Ganesha begleitet uns bei Neuanfang und Ganesha hütet die Astrologie. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und vermittelt uns etwas. Die Vergangenheit kehrt zurück. Das muss noch reifen lassen. Wir sollen geduldig sein und dann können wir das vollenden. Und das ist eine vitale Energie, setzt alles in Bewegung und das soll uns motivieren, das zu Ende bringen. Die Verbindungen. Merkur und Venus steht in einer schönen Verbindung und das kann für Frauen bedeuten, für uns Frauen, ein Vertrag oder ein Termin, was wichtig ist oder eine gute Nachricht. Aber Venus ist auch die Liebesplanet und das kann auch eine Liebesnachricht bedeuten. Merkur steht mit Saturn auch in einer guten Verbindung und diese Nachricht, dieses Gespräch kann uns wichtig sein
oder treffen wir gerade wichtige Entscheidungen, und das zeigt auch Ernsthaftigkeit. Mond bestrahlt sehr gut Venus. Natürlich, das ist günstig für Liebe, Partnerschaft. Mond bestrahlt auch Saturn sehr günstig, dass wir etwas in Ordnung bringen. Und das kann sein Selbstständigkeit oder Kreativität oder die Liebe, Partnerschaft kommt in Ordnung. Mond hat auch zum Pluto eine schöne Verbindung und zeigt unserem inneren Kraft. Das ist auch Harmonie. Und jetzt zu Maya-Kalender. Es gibt in Maya-Kalender Wellen. Und eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist wie bei uns eine Woche. Wir befinden uns gerade in sechsten Wellen und das dauert bis 26. Februar 2019. In diesem Zeitpunkt, in dieser Welle herrscht Tod. Es ist aber kein Todesfall, sondern das bedeutet Transformation. Dieser Kreislauf, etwas absterben lassen, damit etwas Neues kommen kann. Alte Rollen, alte Muster oder Gedanken oder Verhaltensmuster werden wir ablehnen, zurücklassen, weil das ist gerade der Prozess, die Erneuerung. Und bei diesem Erneuerungsprozess, dieses Loslassenprozess ist wichtig, dass wir im Gegenwart wahrnehmen, damit wir im inneren Gleichgewicht bleiben. Im heutigen Tag haben wir nach Maya-Kalender die Zahl 7. Und das ist das Symbol für die Zahl 7. Und die Mayas haben diese Zahl als mystische Kraft bezeichnet. Weil das ist die Quelle zu dem Göttlichen. Und dadurch bekommen wir Klarheit. Mehr Klarheit, mehr Orientierung. Wir können heute in Verbindung setzen mit unserer göttlichen Quelle. Und das ist diese magische Kraft. Eine Sternenreise. Das Symbol, was die Maya-Kalender zeigt, ist dieser gelbe Mann. Eb heißt dieses Symbol. Bedeutet einen neuen Weg gehen, eine neue Straße. Als Mensch haben wir diese Lernaufgabe, eine neue Wege gehen und folgen unserem Seelenplan. Und dieser gelbe Mensch vermittelt uns heute Souveränität. Und wir stehen in Verbindung zum einen kosmischen Fühlhorn und dadurch auch kommt etwas in Erfüllung. Und das heißt, unsere Wünsche können zum Erfüllung gehen, weil dieser Fühlhorn wie ein Kelch ist heute offen. Und diese Erkenntnisse haben wir heute und das ist gerade unserem Lebensaufgabe, das auch zu erkennen, weil dadurch folgen wir unserem Lebensplan. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse
und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.